Es ist Samstag, der 14. April 2018. Wir sind hier in Köln auf dem Alten Markt. Dies ist eine Aufzeichnung für die Sendung Macht und Menschenrechte auf unser Politikblog. Hier ist die Demo für Meinungsfreiheit gegen das NetzDG und ich spreche mit Herrn Serge Menga. Herr Menga kommt aus der Demokratischen Republik Kongo, ist einer der Hauptredner auf dieser Veranstaltung gewesen. Herr Menga, warum sind Sie gegen das NetzDG? Ich bin gegen das NetzDG, denn ich bin ja selbst auch diesem Gesetz zum Opfer gefallen. Meine Facebook-Seite wurde 30 Tage gesperrt, nachdem ich ein Video gemacht habe, der lautete Wölfe unter Schafe, um im Grunde genommen das zu erklären, was momentan mit einigen, die in diesem Land gekommen sind, Unruhe zu stiften und warum denen im Grunde genommen Hass und Gewalt nichts ausmacht. Und habe dabei erklärt, dass die aus Ländern kommen, wo Hass und Gewalt vorgelebt wird durch generationenlange Kriege. Und wurde dafür gesperrt. Und das geht nicht. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Meinung zu äußern, dann stirbt die Demokratie. Das heißt, Sie haben das Problem aufgezeigt, aber die Leute in keiner Weise jetzt schlecht gemacht aus dem Land. Ich habe diese Leute nicht schlecht gemacht. Man kann das Video bei YouTube, es wurde wieder neu uploadet, Entschuldigung. Und ich mache die Menschen nicht schlecht. Ich sage ja sogar in meinen Videos, dass diese Menschen auch in einem System geboren worden sind, den sie sich nicht gewünscht haben. Trotz all dem müssen wir aber die Probleme klar benennen, damit wir Lösungen finden. Und es gibt Gut und Böse in dieser Welt. Und das Böse muss vom Guten getrennt werden, damit ein besseres Miteinander, ein gemeinsames Leben weiter funktionieren kann, ohne Spaltung, Hass und Hetze. Und was hat das NetzDG mit der Sperrung zu tun? Was kritisieren Sie vor allem ausgerechnet an diesem Gesetz? Ich kritisiere an diesem Gesetz, dass es im Grunde genommen auch wieder dem Establishment und den Regierungen dienen soll. Im Grunde genommen bestimmte Influencer, die politisch aktiv sind, ja, und politisch ihre Meinung kundgeben, mundtot zu machen. Und das kann es einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Eine Politik, wenn die doch so gut und demokratisch ist, muss Kritik ertragen können. Und wenn die aber versuchen, Kritik auszulöschen oder Kritik zu vermeiden oder zu sperren, dann zeigt es doch einfach, dass all das, was zurzeit passiert, nichts mit Demokratie zu tun hat. Wir haben uns das Gesetz natürlich durchgelesen. Da steht ja zum Beispiel auch sehr kurze Fristen, wenn sich jetzt einer beschwert auf Grundlage des NetzDG und wenn dann zum Beispiel Facebook oder YouTube dann jemanden, ich sag mal, nicht sperren, obwohl das bestimmte Propaganda ist, wenn es jetzt üble Nachrede wäre oder jemand zum Hass predigen würde. Wenn die jetzt eine Fehlentscheidung treffen und nicht innerhalb von einer kurzen Frist sperren, drohen ihnen ja riesige Bußgelder. Wie sollte man damit umgehen? Also es gibt ja mittlerweile auch Anwälte, die sich da einsetzen. Da ist zum Beispiel der Anwalt Stahl, der auch hier ist, den können Sie vielleicht auch gleich auch interviewen, der einem im Grunde genommen beiseite steht. Man sollte hingehen als Blogger definitiv einen Rechtsschutz abschließen. Weil da sind natürlich horrende Summen, die zustande kommen können. Und trotz all dem, also wie gesagt, auf jeden Fall rechtlichen Beistand holen, aber auf keinen Fall aufhören. Auf keinen Fall aufhören. Gibt es noch andere Vorschriften, die die Meinungsfreiheit bedrohen, außer dem NetzDG, was unverhältnismäßig ist? Ach, es gibt so viele Unverhältnismäßigkeiten, die im Grunde genommen gegen die Meinungsfreiheit sind. Wir haben ja Grundgesetze und wenn man sich diese durchliest, sind die ja gar nicht mal so schlecht. Allerdings werden diese ausgehebelt dann, wenn es der Regierung oder dem Establishment nicht passt. Und das ist es einfach. Wenn die sich an dem halten würden, was die von uns Bürger erwarten, was im Grundgesetz ja drinsteht, dann wäre alles in Ordnung. Das tut die Politik aber nicht. Ja? Sie nutzt im Grunde genommen ihre Macht aus und ihre Möglichkeiten, um die Menschen mundtot zu machen. Und das auszuhebeln unsererseits schaffen wir nur, wenn was Bewegung wachsen. Hand in Hand, Schulter an Schulter. Wenn man jetzt, ich sag mal, Hassrede im Internet stoppen will, ja. Und wie könnte man es besser machen als bei dem NetzDG? Also wenn man jetzt, sagen wir, wirklich zensieren, nur Hass zensieren will und nicht unschuldige Leute, die vielleicht nur mal emotional ihre Meinung sagen, ohne jeglichen Hass. Das ist eigentlich, ich meine, es gibt ja Kontrollinstanzen und um das wirklich aktiv zu schaffen, müsste man im Grunde genommen, was man ja bei Facebook als Bürger ja auch kann, man kann ja Videos melden. Und wenn die Leute unvoreingenommen diese Sachen melden würden, wo im Grunde genommen eine ethnische Gruppe kritisiert wird unter die Gürtellinie,
Aufruf stattfindet zum Hass oder sogar Gewalt, Aufruf zur Vergewaltigung oder sonst was, dann schaffen wir das. Aber wir als Bürger müssen es tun. Kleinen Moment, wir schneiden das gleich raus. Kein Problem, wir schneiden sie raus. Wir sichern, wir schützen ihre Daten. Kein Problem. Okay, was wollte ich sagen? Entschuldigung. Wir schneiden gleich. So, ich war etwas aus dem Konzept. Okay, Sie setzen sich ja auch parteipolitisch ein, habe ich mitbekommen. Das Haus Deutschland. Wofür steht? Nein, nicht mehr. Ach so, okay. Ich bin kein Mitglied mehr des Hauses Deutschland, weil ich für mich selbst festgestellt habe, dass es für mich am besten ist, unparteiisch zu bleiben. Unparteiisch mich einzusetzen. Weil eine Partei bedeutet doch immer, dass man bestimmte Parteibücher nachreden muss oder verfolgen muss. Und das würde meine Arbeit einschränken. Das heißt, Sie wollen lieber die ganze Bevölkerung erreichen? Ich bin ab jetzt sofort politischer Aktivist und kämpfe für die Verständigung, Brückenbauer. Hier haben wir eben eine Art Gegendemo erlebt. Ja. Und mir kam es... Wie soll ich das sagen? Sie haben gegen etwas demonstriert, die Leute, was ich hier gar nicht, zumindest unter den Leuten, die geredet haben, in keiner Weise wahrnehmen konnte. Also gegen Rechtsradikale demonstriert. Und in Ihrer Rede haben Sie seine Exzellenz, den ehemaligen kongolesischen Präsidenten Herrn Lumumba, erwähnt, der ja eigentlich eher auf einer Linie ist wie hier die Linkspartei. Wie passt das zusammen? Lumumba war ein Kämpfer für Freiheit. Lumumba wollte Unabhängigkeit für den Kongo. Und das ist eine gute Botschaft. Ja, es heißt ja nicht, dass wenn ein Politiker links ist, dass er deshalb schlecht sein muss. Es ist nur die Frage, wie er seine Arbeit umsetzt. Ja, und darum geht es. Ja, es kann ja auch jemand von der AfD sein und super gute Politik sich wünschen für dieses Land. Warum nicht? Ja, man muss das beurteilen, was der Mensch tut, was macht er, was sagt er und was setzt er um. Das ist wichtig. Ne? Und darum geht es bei mir. Ich habe nichts gegen Linke. Ich habe keine Menschen, die linkes Gedankengut haben. Solange die das auch verdeutlichen können, warum und wieso. Wir müssen im Dialog bleiben. Wir lernen aus unseren Fehlern. Und wenn wir nicht miteinander in Kontakt gehen oder im Dialog, dann werden wir es nie erfahren. Sie kennen ja, denke ich, von sicher auch die Situation der Demokratischen Republik Kongo im Vergleich zu hier. Was fällt Ihnen da besonders ins Auge, was die Meinungsfreiheit angeht? Die Demokratische Republik Kongo ist ein verdammt reiches Land, eins der reichsten Länder in Afrika. Und dieses Land wird immer wieder von Schattenpräsidenten beherrscht, wo im Grunde genommen die westlichen Länder dahin gehen und diese Leute auf ihren Platz setzen. Die Demokratische Republik Kongo muss die Möglichkeit haben, ihre Politik selbst zu entscheiden. Damit wir nicht Leute haben, die im Grunde genommen ihre Bevölkerung knechtet, ausbeutet und sogar tötet. Ja? Und da gibt es keine Meinungsfreiheit in dem Sinne. Wären sie zu laut, so wie ich es momentan in Deutschland tue, dann kann es sehr, sehr schnell passieren, dass sie einfach aus dem Weg geräumt werden. Verstehe. Also trotz NetzDG ist die Lage hier noch besser, was die Meinungsfreiheit angeht. Was heißt besser? Selbst wenn es nur 1% schlechter ist, ist das auch schlecht. Es kann besser. Wir reden doch, wir sind Demokraten, dann müssen wir auch Demokratie vorleben. Ja. Ja, alles klar. Vielen Dank. Danke vielmals. Alles Gute mit eurer Sendung. Danke.